Wisst ihr, liebe Freunde, ich finde es super, dass wir in der Welt von Portia immer so viel zu tun haben. Da wird man schon mal müde, nicht wahr, lieber Charakter? Okay, der mysteriöse Händler ist aufgetaucht. Wieder erwartend, weil wir eine Quest haben. Der hat das gerochen, deswegen müssen wir ihn jetzt direkt besuchen. Hey Kid, got a message from the mayor. He wants you to know that the Alliance Council has made a decision regarding all sorts in the night. He wants you in his office for a meeting today. Got it? Erstmal finde ich es sehr höflich, dass du mich deswegen persönlich informierst. Und zweitens, hast du mich gerade Kind genannt? Warum möchte der Bürgermeister, dass ich anwesend bin? Well, you've become a very reliable part of our team. So maybe that's why? Ja, okay. Ja, das freut mich zu hören. Ah, glad you could join us. Das ging jetzt sehr schnell. Now that everyone's here, let's start the meeting. This here is Miss Ursula, a captain of the Council Guards. She and her team have been sent here by the Council to reinforce us. I... Das ist Frau Ursula. Die heißt mit Nachnamen Ursula. Vor allem mit ihrem Stock ist so, naja. Yes, yes. Let me just get to the point. After listening to the report from Molly, the Council has decided that it's imperative that we find the all-source AI right away. It's essential to the survival of the Free Cities in the face of adversaries like Duvis. Hoffentlich zetteln wir damit nicht gerade einen neuen Krieg an. You want to use it against Duvis? That's not for me to say. My mission is to find it and take it back to Altera for study. Für uns. Ich meine, sind wir eigentlich automatisch in Altera? Altera? Ich spreche es mal deutsch aus. Altera? Oder müssen wir uns irgendwann mal zwischen Altera und Duvos entscheiden? You know, I'm never one to stand in the way of progress. And this is going to make me sound like Lee. But who made a decision like that? We don't know anything about Allsource, Mayor. Ja, jetzt muss der Bürgermeister entscheiden. Das kann ja was werden. I have received a telegraph from our representative saying that the majority of the council voted for this. I can't believe it myself. Lass uns am besten mal hinfahren, selber nachfragen. Those fools. I brought the passcode key back with me. I'll need the researchers to help us locate the AI. How come Molly didn't come? She's still being debriefed, especially about this rogue knight. She'll come later. What am I here for? Warum bin ich hier? Weißt du, ich könnte in der Zeit auch Aufträge erledigen und Geld verdienen. We might run into situations where we need builders. So I thought a man of your reputation needed to know. Jetzt kommt das. Oh, was irgendwie sowas. Also, we'll establish a team to look for and eliminate this rogue knight. Arlo, why don't you lead that team? Take one of my men, Ryder. Start with the perimeter of the town. We don't know where he could be hiding. Ja, okay. Vertraut also so einer wichtigen Aufgabe jemand, der mehrfach durch eine Aufnahmeprüfung durchgefallen ist. Alles klar? Sure. We'll start looking for the AI right away. I'll be in touch. Any questions? Ja, warum heißt du Frau Ursula? Good. That is all. Meeting adjourned. Wie sich einfach so den Bürgermeister überredet. So, hey, du hast noch eine Quest. That night was tough. I should get my hands on some corrupted tech. Might even the playing field a bit. Das ist aber nicht die Quest. Hey. Training für die fliegenden Schweine, achte ich schon wieder. Wanna run together? I'm up for any time. Ja, okay. Great, let's go. Wieder ein bisschen Training mit Arlo, alles klar. Gut, dann haben wir direkt schon mal die nächste Aufgabe bekommen. Oder auch nicht. Was ist denn das? Ach da. Hä? Was ist denn hier? Ich muss mit ihm sprechen. Naja gut, aber ich glaube nicht, dass Django dieser mysteriöse Ritter gewesen ist. Das kann ich mir irgendwie nicht vorstellen. So, erstmal hier joggen eine Runde. Und da muss ich mal gucken, wir haben so viele Quests gerade aktiviert. Das hier möchte ich nochmal zum Wasserfall. Moment. Hier.
Nee, das ist der mysteriöse Mann. Muss ich hin? Ah! hier muss ich hin. Da fahre ich doch mal eben direkt hin, würde ich sagen. So. Wir laufen dahin. Erstmal schon mit dem Töff-Töff-Auto fahren, dann setzen wir wieder auf unser Reittier auf. Ist alles kein Problem. Your health state is getting better. Okay. Ich mache das auch irgendwie nur der Vollständigkeit halber gerade. So, mysteriösen Händler finden. Oh Gott, da haben wir gerade viele Quests offen. Da können wir mal eben hier, der steht da gerade. Aber warum soll ich Django ansprechen? Wegen diesen komischen Ritter? Ich muss ja gleich mal meinen Ruf machen. Eins nach dem anderen. Ich werde direkt wieder überrumpelt. Ich mag das nicht, wenn ich früh morgens überrumpelt werde und nicht erst in Ruhe meinen Hof machen kann. So. Hallo, mysteriöser Händler. Hm, you're seeking something, yes? Natürlich. Do you have seeds for plants that can grow giant fruits? Ooh, that's something extremely rare, you know? Hm. But anything can be had with an equal exchange. This shouldn't be hard, since you're a builder. See, recently the Duvos army suddenly decided that they need soap. Lots of soap. I'm not sure why. Maybe they want to be clean, for once. There's a shortage, you see. So, get me some soap, and I'll sell you a seed. Sie möchten Seife. Jede Menge Seife. Es ist die Seife, die legendär wird. Ja, geil. That's a deal. I heard the richest man in the world is in town. I should go see if there's anything he wants to trade. I know several things he owns that I want. Ja. Alles klar. Fertige Blümchen. Was? Zweimal Blümchenseife. Sie brauchen jede Menge Seife. Zwei. Okay. Machen wir gleich. Ich mache erstmal hier mein Zeugs fertig. Von Django. Hallo Kipma, wenn du Zeit hast, kannst du vorbeikommen. Ich habe ein paar Fragen über diesen Ritter, den du getroffen hast. Alles klar, jetzt wissen wir, warum wir mit ihm quatschen sollen. Es ist immer ganz gut, wenn man seine Briefe lesen kann. Erst sagen, wenn man seine Briefe liest, aber ich konnte ja heute Morgen nicht. Gut, was machen wir denn hier drin in der Zeit? Wir brauchen eigentlich gerade nicht wirklich was, ne? Wobei hier, wir könnten auch nochmal hier einfach 50 Kupferrohre machen. Ja, mach ich heute nach. Heute Abend wollen wir nachschmeißen. So, Glas ist fertig. Carbonstahlbarren vielleicht wieder. Schweißstäbe, Zinnlegierung. Ach komm, ich mache mir eine Rutsche Carbonstahlbarren. Warum nicht? Achso, die ist sogar nicht fertig hier. Egal. Die ist auch noch am Machen. Hier ist Kacke. Das ist doch alles Kacke hier. So, wir kriegen neues zu essen. Ich frage mich, was passiert, wenn die kein Essen mehr kriegen. Also, hauen die dann irgendwann ab? Das ist das Schlimmste, was eigentlich passieren kann, dass sie abhauen. Weil sie können ja schlecht ihren Dienst einfach quittieren. So, weißt du was, ich hau hier einfach auch nochmal ein bisschen was rein. Wenn wir schon gerade dabei sind. So. Und hier nochmal ein paar Pflanzenfasern für euch. Okay. Hier ist wieder einer von Peters Bäumen fertig. Der Rest noch nicht. Ja, aber Herz ist wieder fertig. Hier auch. Kann ich nämlich wieder Zement machen. Oh. Nee, es ist scheinbar nicht der Harz gewesen, den ich zu wenig habe. Erde? Ist es... Nee, das gibt's nicht. Es ist zu wenig Erde, die ich habe. Das glaube ich ja jetzt nicht. Das erste Mal, dass ich zu wenig Erde habe. Dieses Gefühl ist völlig neuartig für mich gerade. So. Achso. Zwei Sachen möchte ich direkt machen. Zum einen nehme ich mir wieder 6 von den Silikon-Chip-Sets mit, damit ich hoffentlich wieder neue
KI-Chips jetzt kaufen kann. Und ich muss Blümchenseifen machen. Aus Tierfett und Zimt. Jo. Kein Problem. Mysteriöser Händler, ich habe hier Blümchenseife. Not bad, not bad. I keep my promises. I have a great pumpkin seed in my inventory. It's yours for 1,000 goals. Honestly, I'm losing money on this deal. Naja gut, ich meine, ich kann ihm jetzt nicht sagen, ganz ernsthaft, du hast einen Tausch und da willst du noch Geld haben, weil ganz ehrlich, 2 Blümchenseifen und 1,000 Gold, also für so einen Samen ist, glaube ich, nicht verkehrt. Nicely done. Riesiger Kürbissamen. So, dann ab zu Emily. Emily zeigen. Wo ist denn Emily? Ach, Emily ist hier gerade in der City. Ich mach gerade einen drauf. Okay, dann machen wir es gleich. Dann laufe ich erstmal eben zum Hafen. Um zu gucken, ob ich die da die KI-Chipsets kriegen kann. La, 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 la. Echt erstaunlich, was wir aus diesem kleinen Dörflein hier gemacht haben bisher, ne? So, ja, es geht wieder. Sehr schön. 2 Stück wieder kaufen. Marktpreis ist immer noch deutlich hoch. Deswegen kaufe ich die Kamera nicht. Ich bin geizig. Wir quatschen einmal mit Emily. Boah, wir machen wirklich eine Quest nach der anderen. Also es geht hier zack auf zack gerade. So, moin. Oh, wow. Is that the seed? It's way bigger than the normal seed. Wahrscheinlich darf ich ihn gleich behalten. Yep. I bought it off the mysterious man. It couldn't have been cheap. How much was it? I'll pay you back. Er kostet 1000 Geld. Mach dir deswegen keine Gedanken. Sobald du gewonnen hast, machst du mir einen schönen Kürbisbrei. Ja, komm, wir sind mal nett. Thank you so much. I'll take good care of it. Don't stress it. You'll do great. I'll check up on it from time to time. Alles klar. Oh, guck mal, da ist er gerade. Hallo. Hopefully. I'll get started prepping the ground. So, Beziehung plus 30. Wahrscheinlich hätte ich sonst nur Beziehung plus 10 oder so bekommen, wenn ich das hätte verkauft. Aber ich meine ganz ehrlich, wie viel Geld haben wir im Moment? 85, also. Die 1000 mehr oder weniger machen es, macht den Braten jetzt auch nicht fett. Okay. So, wir bauen dann mal eben. Ne, wir bauen gar nicht. Wir nehmen uns jetzt nochmal einfache Schaltkreise mit und dann gehen wir die andere Quest ab. Haha! So, wo sind sie denn hier? Einfache Schaltkreise. Und 3 KI-Chipsets. So, Karl, wo bist du da? Danke. Das Uplift-Geschenk. Kann ich eigentlich noch was bei dir kaufen? Hallo! Guten Tag! Ich meine, ist sowieso alles viel zu teuer gerade, aber vielleicht finde ich ja noch irgendwas. Kann ich hier vielleicht irgendwas im Museum verkaufen? Also im Museum ausstellen, so meine ich das. Glücksbeutel, ein Teil eines Relikts. Kaputter Spiegel. Von WoW-Werke. Mysteriöser Mann. Mysteriöser Mann. Gemälde, Junge. Aber steht halt nicht, dass wir es im Museum platzieren können, ne? Bei den anderen stand es halt immer dabei, deswegen bin ich da etwas vorsichtig. Bergkappe. Level 42. Ist ja unsere auch. Jo. Besonders riesiger Samen. Oh, der kostet 616. Ich hab mich voll übers Ohr gehauen. Was ist das für ein Lappen? Ich mach da doch einen Verlust mit. Hm. Kriegst gleich mal Verlust. Naja, egal. Nicht aufregen. So, ein Fernseher. Kann ich so einen Fernseher einfach mal ausstellen? Ein gewöhnliches Rick zu haben. Der Heimunterhaltung aus der alten Welt erscheint noch zu funktionieren, aber viel gibt es nicht zu sehen. Okay, ich glaube nicht, dass es da was gibt. Abschiedsmarke. Schade. Achso, genau, ich wollte die Quest abgeben. Bei der Petra, glaube ich, war das. Ja, hast du, was wir brauchen? Zeig mal her.
jetzt? It says, to the most beautiful and the most charming lady, Madame Aurora. Greetings and best wishes to you and your endless elegance. This is the newest product from the Xander Company, the Uplifter. Okay, und was kann dieser Uplifter außer Komplimente machen? You could adjust your face features easily and freely by the tap of your fingers. I sincerely wish you a happy 25th birthday and hope you enjoy our gift. Okay, können wir jetzt quasi uns Botox spritzen oder sowas? Also so ein bisschen ablüften unser Gesicht? End preface. Please enter the password. Das muss ein Geburtstagsgeschenk gewesen sein. Was auch immer dieser Uplifter ist, er muss doch in guter Qualität in dieser versperrten Kiste sein. Wasn't Madame Aurora supposedly the most beautiful woman back in the old world? I read about her in The Last Dawn and it says people who pursued her could line up from here to another planet. I wonder what the password is. Meinen Geburtstag mal versuchen, ihren Geburtstag mal versuchen. Ja, also, wenn ich diese beiden Möglichkeiten habe, glaube ich, dass mein Geburtstag schon das Richtige ist, oder? Was meint ihr, Sollen wir einfach mal meinen Geburtstag versuchen? Ja gut, weil es oben steht, ich fange mal oben an, mache ich mir erstmal ihren Geburtstag, aber ich glaube, mein Geburtstag wird richtig sein. Das macht Sinn, da dies ein Geburtstagsgeschenk ist, muss das Passwort mit ihr in Verbindung stehen. Petra wird in irgendwelchen Zeilen des Buches der Geburtstag der Dame erwähnt. Achso, ja. Yes, there was a whole section about how magnificent her coming of age ceremony was. I think it was the 15th of summer. Supposedly 10,000 people showed up for the party. I always thought the author was just making it up. Das Passwort könnte also 0215 lauten. Versuchen wir es. Wow, wo ist der Kasten hin? What a strange looking relic. Ist das im Museum ausstellen? Wir sollten dankbar sein, dass wir so etwas gefunden haben. Es kommt nicht oft vor, dass wir das Privileg haben, eine unbeschädigte Maschine aus der alten Welt zu sehen. From the description earlier, maybe it's a machine that can change a person's face. Warum ist eigentlich nur Petra vertont? Ich werde das Dr. Xu zeigen. Mal sehen, was er davon hält. Wenn es eine Verwendung dafür gibt, gebe ich dir Bescheid, Kind. Mal gute Arbeit. Jo, danke sehr. Danke, danke, danke. Ich möchte auch so einen Uplifter haben. Ich möchte auch coole Gesichtszüge haben. Okay, gut, für die nächste Quest müssen wir natürlich... was war denn das nochmal? Für die nächste Quest müssen wir... Achso, ja genau. Aktivierungschip bauen. Dafür brauchen wir wieder zwei KI-Chipsets. Machen wir dann. Gut, mit Django müssen wir noch quatschen. Das könnten wir auch nochmal eben in der Folge hier machen. Und was er hat. Huch. Nicht auf falsche Taste gekommen. Hallo Django. Oh, nice to see you. I'm wondering, you fought that knight. What was he like? Warum interessiert dich das? I just happen to love the ideal of knighthood, you know. Gallantry and honor. So I have a passing interest in them. Macht Sinn, ja, macht Sinn. Was genau ist der Dritte? Didn't you have knots in Barnarok? Anyway, if you're looking for a history lesson, it's best you talk with Isaac. But knots are highly skilled warriors that defend the weak and balance the strong. Or that's how it's supposed to be. But nowadays. We're getting off topic. I'm thinking of trying to find this knot and have a talk with him. Ich glaube, das wäre ungünstig, lieber Django. Du möchtest mit ihm reden? That's right. I can't sleep well knowing a do-bad knight is in the neighborhood. Gives me a bad name. Ja, aber wenn du weißt, dass es ein böser Ritter ist, und ich meine, der ist sehr, sehr stark, was gibt dir die Sicherheit, dass er dich nicht in zwei Stücke haut? Hast du die Ziviltruppe um Hilfe gebeten? Ever since the Council Guard showed up, our Civil Corps members have become errand lads for the captain. I know Remington and that Ryder fella have been going around searching for that knight, but I think they're in the mood for talking it out. Oh, okay. Gut, er hat jetzt trotzdem nichts von uns erfahren, also...
Und wir kriegen keine Folgequest. Also scheinbar ist das einfach nur, hey, komm mal vorbei zum Quatschen. Ah, doch, wir haben Folgequest. Wir müssen mit Isaac jetzt quatschen. Gut. Aber apropos Ziviltruppe. Wir haben ja noch einen neuen Auftrag, den wir wieder platzieren müssen. Fällt mir gerade ein. Oh, und wir treffen uns ja heute noch mit Ginger. Stimmt ja, da war ja auch was. Komm schon. Dann sollte ich vielleicht mich dafür mal ein bisschen präparieren. Sprich, Anzug anziehen, Feuerwerk mitnehmen und so weiter. So, Sammlung. Ich möchte ganz gerne wieder Schleim haben. Dauer so schnell wie möglich. Menge so viel wie möglich. 150. Auftragskosten 942. Achso, der wird natürlich immer günstiger, je weniger Tage. Ja, 942 für 150 Schleim. Okay. Wenn ich auch mal aushängen will, yes. Brauche ich denn sonst noch irgendwas? Ich habe 30 Zähne, Stacheln, Hummerfleisch, Gift, Steinsalz. Okay, blaues Leder. Wie ist denn das, wenn ich jetzt hier ganz viele von haben möchte? 50 Stück, 1300. Kokosnuss. Genutztes Fell, feines Fell. Tierknochen. Naja, wirklich was brauchen davon tue ich jetzt eigentlich nicht dringend, ne? Also blaues Leder gibt es immer mal wieder. Komm, weißt du was? Ich hol mir blaues Leder auch nochmal. Gibt 1300. Ach komm, einen Tag mehr oder weniger. Ja komm, ich mach beides auf 3 Tage. Es sind zwar nur 100, die dazwischen liegen, aber dann habe ich beides zusammen. Sonst habe ich das immer so stückchenweise, ist auch doof. So, ja komm, mit Isaac können wir aber nochmal quatschen, weil wir gerade eh daneben stehen. You want to know about knights, and you're not named Toby. Interesting. Sure, I can share my knowledge on the subject. Und du heißt nicht Toby? What do you want to know? Wer die Ritter sind? They first appeared as sellswords during the first century of the Age of Darkness. People had no food, so some of the stronger, more capable fighters sold their service and protection to people who could feed them. Das ist erstmal sehr edelmütig. Eventually, this somehow intertwined with nostalgic notions of nobility and chivalry passed down from the old world society. And these warriors took up a very ancient name for their craft. For the last 2 centuries of the Age of Darkness, the knights became a symbol of righteousness and good, protecting the weak and fighting injustice. Das hast du natürlich alles noch miterlebt, das zu überliefern. But ever since the time of Peach, there's been less and less knights around. We have standing armies, the Civil Corps, and adventurer guilds now. The knights of the old are a dying breed indeed. Ja gut, ich meine, man geht halt mit der Zeit, ne? Wie man ein Ritter wird? The rules for knighthood are strict. A person can only become a knight when he or she has been through the accolade process, in which 3 other knights acknowledge and pronounce that person fit for knighthood. That's why there are less and less knights around today. You can't easily find 3 other knights. Das kann ich verstehen und ja, dass man zum Ritter geschlagen werden muss, ich glaube, das ist auch jedem bekannt. War Django ein Ritter? That's what he claims, but I think it's just his passing fancy. Django is a featherweight when it comes to combat. I've seen him run from a panbat. Don't be fooled by his sword training. Ja, ich glaube auch nicht, dass er dieser mysteriöse Ritter ist, den wir da gesehen haben. Okay, wir haben ein paar Punkte bekommen dafür, alles klar. Ja, und das war's jetzt, oder? Also war es einfach nur so eine Quatschquest gewesen. Ja gut, kann ich im Prinzip die wieder mal einblenden. Und das ist die Zusammenbauquest, das ist quasi die nächste, die ich noch offen habe. So, dann, ach nee, dich brauche ich heute noch. Definitiv brauche ich dich noch. Muss ich mich mal umziehen?
So. Und ich muss mir ein bisschen Feuerwerk natürlich mitnehmen. Zack. Zack. So, immer so 5 Stück. Das sollte reichen. Okay. So, einmal so. Ah, super. Vor allem mit der Mütze auf dem Kopf. Sehr schick. Gut, dann haben wir uns da schon mal vorbereitet für heute Abend. Aktivierungschip kann ich erst mal holen. So, Verbundholzbretter sind fertig. Was kommt dann als nächstes? Stahlplatten, Marmordieren, Bronzeplatten. Eisenholz mache ich gerade. Aluminiumplatten. Da könnte ich mal wieder ein paar von machen. 40 aber nur noch. Gar nicht mehr genug Aluminiumerz. Pass auf, dann mache ich erstmal Bronzeplatten. Warte ich noch ein bisschen, bis ich wieder genug Aluminiumerz habe. Keine Ausrüstung geeignet. Ich verstehe das nicht. Das Glas ist auch gleich fertig. Dann warten wir da noch mal kurz drauf. Dann kann ich da auch noch mal was Neues anstellen. Wir wollen ja keine Zeit unnötig vertrödeln hier in diesem Spiel, ne? So. Und zwar hier 50 Holzkohle wieder. Haben wir wieder neue Rutsche Carbonstahlbarren angestellt. Da können wir wieder ein bisschen Holzkohle nachmachen. Achso, nee, das kann ich ja jetzt gar nicht. Ich würde ja sonst direkt die Feuerwerksdinge auch wieder mit einsortieren. Okay. Ja, was machen wir denn jetzt noch für den Rest der Zeit? Fischen lohnt sich irgendwie gar nicht mehr. Zumindest nicht, wenn ich hier hin muss. Da würde ich erstmal hinfahren, dann noch wieder hinlaufen und naja gut. Wir könnten aber schon mal vorbereitend hier anfangen mit den Sachen, mit den Heizkesseln und automatischen Wassermotor. Industrieller Ofen. Ah, guck mal, dann können wir den industriellen Ofen mal loswerden. Stahlhülle, großes Rohr, Aluminiumplatte und Ventil. Brauche ich natürlich auch immer selber. Also industrieller Ofen und 6 Stahlhüllen brauchen wir dafür. Wahnsinn. Wir haben noch... Achso, das ist ein einfacher Ofen. Oh. Gut, industriellen Ofen kann ich den gerade mal hier herstellen. La la la. 5 Millionen Seiten später. Industrieller Ofen. Ach gut, 2 industrielle Kerne habe ich noch. Stahlplatte, Marmordiele, let's go. Dann wird der in der Zeit gemacht. So, dann brauche ich Ventil, warte mal, mache ich mal von unten nach oben. 2 Ventile, 4 Aluminiumplatten. 2 Ventile, 4 Aluminiumplatten. 2 Ventile. Und 4 Aluminiumplatten. Dann haben wir 2 große Rohre, 6 Stahlhüllen. Die muss ich auf jeden Fall machen, die Stahlhüllen. So viel habe ich nicht mehr. So, ein großes Rohr ist auch kein Problem. Und für die Stahlhüllen brauche ich erstmal Stahlrahmen. So, 5 Stahlrahmen. Da mache ich dann nämlich wieder 6 Dinger draus. Alles klar. So, und dann fehlt nur noch der industrielle Ofen. Ja, der ist auch sofort fertig. 2 Stunden bespielen, das ist kein Thema. So. Du bist fertig übrigens. So, wie sieht es hier aus? Kann ich das noch fürs Museum geben? Scheinbar nicht. Gerät zum Heizen, wegen jeder Menge heißes Wasser, Brennstoff und Wasser zu regulieren. Okay.
Dann haben wir nämlich das schon mal im Inventar. Jetzt müssen wir mal gucken, industrielle Kerne, kann ich die denn noch bauen? Muss ich mir wieder mal welche auf Vorrat legen? Ja, das geht sogar. Dann machen wir mal, würde ich sagen. Oh ja, 5 Stück. Und die muss ich eh manuell einsortieren. So. Für den Fall der Fälle. Eine Stunde bespielen und wir waren heute noch gar nicht hier drin, um zu gucken, ob wir irgendwelche Tagesquests machen können. Wir waren so beschäftigt heute. Einfach nur schauen, was heute so ausgehangen ist. Ein Weidenkorb? Nö. Drei wasserdichte Lampen? Ja, nö. Und 2 Jungbräuben? Nö. Das bringt mir halt nichts. Also nicht so viel. Das lohnt sich nicht, dass ich mich dafür anstrengen würde. Und solange ich immer noch so mindestens 1000 Punkte Vorsprung habe, sind wir eh auf der sicheren Seite. Also von daher easy going. Da kann ich mir diesen Luxus erlauben, nur die Sachen anzunehmen, die ich auch wirklich machen möchte. Ja, ne? Wo bleibt sie denn? Young Madam. Wie komme ich hier hoch eigentlich? Ich weiß es immer noch nicht. Kann ich? Ich kann auf Karl nicht drauf springen, oder? Ach, verdammt. Okay, ich glaube, ich kann mich da nicht hochbacken. So. Hallo. Erstmal quatschen. Und dann, komm, lass uns mal losgehen hier. Ich bin so froh, dich zu sehen. Was hast du Schönes vor? Ja, komm mal mit, Puppe! So, gibt's eigentlich irgendwie was Neues oder so? Ob wir auch mal hier zusammen die heißen Quellen besuchen können? Okay, ist bescheuert. So, wir fahren erstmal hier runter. Wir haben ja soweit schon mal alles ausprobiert. Das mit dem Heißluftballon, das ist ja echt nicht so meins. Das habe ich sowieso nicht verstanden. Da hat er gesagt, mach hier ein Foto. Habe ich da ein Foto gemacht? Und dann hieß es hinterher, ja, warum hast du denn kein Foto gemacht? Ja. Möchtest du den Sand pinkeln? Jo. Ich möchte, dass du den Mond malst. Und ist aber falsch rum, der Mond. Das gefällt mir gar nicht. Boah. Ih, das ist eklig. Immer so einfach jetzt. Wäre der andersrum gewesen, wäre es irgendwie leichter gewesen, aber ja. So, gelbes und grünes Feuerwerk. Das kannst du haben. Jetzt gucken. Gelbes und grünes Feuerwerk, alles klar. Platzieren und grünes Feuerwerk. Jo. So, ich liebe es. Das ist sehr schön, dass du es liebst. So, dann wechseln wir immer wieder hier einen Schirm. Okay. So, hier machen wir wieder beide gleichzeitig. Lalalala. So. Schöne Zeichnung. Das Schöne ist halt einfach und viele Punkte. Blaues und gelbes. Okay. Blau, gelb. Weiß nicht, ist irgendwie nicht so die beste Kombination, finde ich. So, hey, ich habe gerade einen Punkt, glaube ich, bekommen. So, jawohl, Sandmal, möchtest du eine Kirsche? Boah. Ist aber hier Masterpiece gerade.
Vor allem, sie hat gesagt, eine Kirche, das sind aber zwei. Das sah gerade ein bisschen aus wie Brüste, aber gut. So, ja, Feuerwerk. Wir lieben gern blaues und grünes Feuerwerk. Blau und grün, okay. Blau und grün. Let's go. Die Kombination finde ich besser als blau und gelb. Wow, was für eine Aussicht. Oh, ich bin so fasziniert davon. Thank you very much. So, dann, ja, dann fahren wir doch mal hier in der Stadt. Dann können wir uns wieder da auf die Bank setzen und noch ein bisschen quatschen. Okay, wir haben heute wieder eine krasse Überlängenfolge, sehe ich gerade. Oh Mann. Wollen wir hinsetzen? Ja. Was mache ich jetzt? Beschenken, Kompliment machen. Auf meinem Schoß Händchen halten. Oh Mann. So, wir plaudern ein bisschen. Papa told me stories about him and Uncle Russo during the war against Duvos. I mean, war is cruel. But it's also admirable when people stand up against the bad guys and fight for what is just, right? Es gibt keinen guten Krieg. Punkt. Es gibt keinen guten, egal wofür du kämpfst, es gibt keinen guten Krieg. Krieg ist immer schlecht, weil es wird halt gekämpft. Punkt. Und das ist schlecht. So, Kompliment machen wir nochmal. Was soll ich sagen? Ja, du bist wirklich willensstark. Thank you for understanding. It's very stressful to live with my... Okay, ich glaube, das haben wir alle schon mal gehört. Und dann jetzt nochmal. Wie du scheinbar bist du für mich sehr wichtig. Sometimes. Gehen. So, das war cool. Vielen Dank für die tolle Verabredung. Wir sehen uns. Sion plus 32. Ja, viel mehr hat es jetzt... Wo sind wir denn jetzt eigentlich bei ihr? Mal kurz gucken. Das ist auch Soziales. Ich gucke mal auf Charakter. Ich weiß gar nicht, warum. Ja, wir haben jetzt 6,5 Herzen haben wir jetzt. Okay, das ist sehr gut. Gute Freundin. Also ich würde vielleicht das 7. Herz nochmal voll machen und dann drüber nachdenken, ihr vielleicht diesen einen Armreif da zu schenken. Schauen wir mal. Okay. Ja, dann können wir ja mal unsere Abschlussrunde drehen und dann hoffentlich auch mal die Folge endlich beenden. Wie gesagt, wir sind schon ein wenig in der Überlänge heute. So, hier, zack. Bronzeplatten. Ich glaube, hier muss ich noch nicht nach. Habe ich schon nachgelegt. Da habe ich auch nichts. Okay. Das sah gerade aus, wenn der Baum fertig war. Ist es aber nicht. Ist es aber nicht. So. Achso, du kannst übrigens nach Hause gehen. Brauch ich nicht mehr. So, das einsortieren. Okay, wir haben schon mal den Heizkessel fertig. Achso, ich muss mich noch umziehen. So, natürlich wieder schick aussehen. Okay. So, ja, und dann würde ich sagen, nächste Folge steht auf jeden Fall dann mal die Geschichte mit dem Aktivierungschip an. Wir werden uns noch einmal ein Chip von Handels Dings da holen, Hafenhandelsposten. Und dann hoffe ich mal, dass wir auch die Quest abschließen können. Und vielleicht schaffen wir ja noch die heiße Quellenquest. Aber da schauen wir einfach mal. Jetzt erstmal danke fürs Zusehen. War ein bisschen länger als sonst. Ich hoffe, es stört euch nicht. Und dann würde ich sagen, sehen wir uns in der nächsten Folge wieder. Bis dann, macht es gut und ciao, ciao.